Aber jetzt kann ich endlich loslegen. Freue mich schon. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es sogar, ich habe das Spiel mit Twitch verknüpft. Ich weiß nicht, was das macht. Ich habe es einfach mal getan. Aber ich dachte mir, wenn man schon das Spiel verknüpfen kann, dann nutzt man das natürlich auch. Ich habe gelesen, dass ihr im Chat auch als Kultisten beitreten könnt. Irgendwie so. Irgendwas in der Art. Und dann auch irgendwie ein bisschen im Spiel was mit beeinflussen könnt. Das bedeutet, wir können die Follower designen. Echt? Okay, cool. Interessant. So, dann schauen wir erstmal. Das Intro kennen wir ja schon. Ich habe ja damals die Demo schon gespielt. Wenn ihr das Spiel selber habt, könnt ihr die Follower designen. Ah, okay. Ich dachte, dass das nochmal ein bisschen anders funktioniert. Na gut. Was ich euch jetzt schon sagen kann, ich habe es ja wie gesagt auch auf der Switch gespielt, beziehungsweise ich habe es gespielt. Also es funktioniert auf der Switch auch, aber ich muss gestehen, bei der Switch ist die Performance nicht so gut. Also die Performance am Rechner ist wesentlich besser, was ja auch irgendwie logisch ist. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass sie das für die Switch besser optimiert bekommen. So, ich skippe hier mal ein bisschen durch. Wir kennen das ja schon. Und ich habe mir übrigens überlegt, ich will ja für den Stream, also ich möchte natürlich auch im Spiel ein bisschen vorankommen. Und extrem schwer, da habe ich am Anfang ganz schön gestruggelt. Aber ich werde es wahrscheinlich auf schwer spielen. Ja, wenn ihr nicht selber designen könnt, macht das ja nichts. Ich kann euch ja im Zweifelsfall auch einfach fragen. So, jener, der wartet. So. Ich will unbedingt einen Kult gründen. Ganz, ganz dringend. Hier, seine Stimme ist ein bisschen unangenehm. Ah. Du wärst gerne eine Katze in Blau. Das kriegt man bestimmt hin, Bini. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Okay. Ah, ist das gut. Oh Gott, das ist was ganz anderes als auf der Switch. Ui. Oh, aber die Tastenbelegung ist anders als auf der Switch. Okay, da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Komm ran. Ah, du Noob. Okay, das ist das, also. Da wollte ich hin. Ach so. Voll das E vergessen. Welches E? Ach so, eine. Ach so, bei eine. Ja, ach Gott, das kann ich doch lesen. Wisst ihr, was mich jetzt schon wieder stört? Ich drücke die ganze Zeit B für bestätigen, weil der Switch-Controller ja andersrum belegt ist. Das werden wir heute noch ein paar Mal erleben, glaube ich. Aua. So, den kennen wir ja auch noch aus der Demo. Wie gesagt, alles, was ich jetzt aus der Demo kenne, werde ich erstmal skippen. Damit wir einfach ein bisschen zügig ins Spiel starten. Gott, es ist ein ganz anderes Spielen. Ohne Witz. Huch. Was? Moment, habt ihr's... Frechheit, es ist nicht mehr verbunden. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil ich das Spiel geschlossen habe.
Jetzt bin ich verknüpft. Okay. Ich hoffe mal, dass die Erweiterung auch noch aktiv ist. Das Overlay ist aktiv. Okay. So. Ah ja, jetzt. Jetzt habt ihr auch den Companion. Sehr gut. Okay. Oh, Twitch of the Lamp, okay. Cult of the Lamp Twitch-Einbindung. Jetzt kriege ich sogar erzählt, was es kann. Okay, alles klar. Zuschauer können Kanalpunkte für deine Twitch-Totem-Anzeige ausgeben. Ist sie voll, erhältst du eine Belohnung. Cool, ihr könnt meine Kanalpunkte ausgeben? Das ist ja witzig. Komm gleich wieder, fix einkaufen. Alles klar, Bini, bis gleich. Okay. Events zum Helfen oder Hindern starten automatisch nach Zuschauerwahl. Erhältst du einen Bonus oder wirst bestraft? Erlaube Zuschauern mit Hilfe einer Ziehung deinen nächsten Anhänger zu gestalten. Der Name des Zuschauers, der ihn entwirft, wird permanent über ihm eingeblendet. Okay, interessant. Da bin ich mal gespannt. Ich muss heute auch noch einkaufen. Ja, ich. Oh. Ich überlege gerade. Vielleicht muss ich heute auch noch mal einkaufen gehen. Aber ich habe ja immer zwischen den 4-Stunden-Phasen ein bisschen Zeit eingeräumt. Von daher sollte das bei mir auch passen. Ich will die ganze Zeit A drücken für Rollen. So, wo gehen wir hin? Das sind die schlimmsten Gegner, sage ich euch. Das habe ich jetzt schon erfahren. Diese Fluggegner. Weil die in der Flugbewegung die Richtung ändern können. Oh, hier will ich noch nicht hin. Das finde ich so seltsam. Und das hat mich jedes Mal so unangenehm aus dem Spiel genommen. Oh, das war knapp. So. Holen wir uns erstmal den ersten Anhänger. Ich drücke immer B. Mann, ey. Oh, ein Häschen. In meinem privaten Durchlauf habe ich übrigens die Namen meiner ganzen WoW-Guildler genommen. Es ist schon sehr witzig, wenn man einen Bezug zu seinen Kultisten hat, muss ich zugeben. Also von daher freue ich mich tatsächlich auch darauf, wenn wir hier quasi via Chat da so Verknüpfungen machen können. Anhänger wartet auf Indoktrination. So. Ich bin echt am Überlegen, ob ich den Switch-Controller hole. Immer persönliche Bindung mit den Kultisten, Kultmitgliedern bilden. Ja. So. Ich weiß halt wieder nicht, ob der Controller direkt erkannt wird. Ah ja. Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich werde es im Stream auf schwer spielen. Extrem schwer hat mir auch sehr viel Spaß gemacht auf der Switch, muss ich zugeben. Aber ich will ja im Stream auch ein bisschen vorankommen. Und ich denke, das ist eine schöne Balance zwischen anspruchsvoll, aber wir machen trotzdem Progress. Ne? Also von daher denke ich, schwer ist schon angemessen. Eine Biene! So. Da kommt unser erster Anhänger. Hallo! Shalom Campana, Shamala Campana.
Was? Was zur Hölle ist da neu? Warum? Ist das ein Insider, den ich nicht verstehe? Ich dachte gerade, sie heißt Torte. Lass mich mal eben anders hinsetzen hier. So. So, bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Lehren treu folgen. Ah, okay. Ich kann jetzt quasi auswählen, ob ich euch das machen lasse oder ob ich das mache. Interessant. Gut. Den ersten, ich mache erstmal noch ein bisschen. Ist ja eh noch nicht so viel los hier gerade. Es ist ein Witz beruhend darauf, dass das sehr kultisches Verhalten ist. Okay, gut. Dann habe ich das einfach nur nicht verstanden. Torte. Beim letzten Mal habe ich meine Freundin als ersten Charakter genommen. Ich glaube, das mache ich wieder. So. Ich hole gleich den Switch-Controller, Leute. Das ist ja hier... wahnsinnig mit dem Xbox-Controller. So, meine Freundin muss natürlich eine Katze sein. Wie hatte ich sie denn gemacht? Ich glaube, so. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Farbe ich ihr gegeben habe. Aber ich glaube, so. So, eine Variante war das hier. Ja, das müsste passen. So, was haben wir denn hier? Starke Verfassung. Heilung verläuft um 15% Prozent schneller, wenn ein Kranker sich in Bettruhe befindet. Verliert 5 Glauben, wenn ein Anhänger stirbt. Das Tempo von Arbeit und Hingabeerzeugung wird um 10% reduziert. Klasse. So, meine Liebe, dann geh bitte einmal holzen. Durch deine Hand wird unser Kult sehr mächtig werden. Aber deine Anhänger leben nicht vom Gebet allein, sie müssen essen. Sammel die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer. Damit kannst du Mahlzeiten und deine Anhänger zubereiten. Jawohl. Okay, sie sammelt Holz, das heißt, ich sammle mal Stein. Bis gleich, Beanie. Ich versuche nicht zu weit vorzuspielen. Also ich weiß, ich habe... Ah, ich bin natürlich genau über den Quests... Ach, Mist. Das ist natürlich doof. Gehe ich vielleicht doch nach links? Ich gehe mal kurz nach links. Da bin ich zwar hier genau über dem Menü, aber... bin ich genau über den Sachen. Aber ich kann mich ja ein Stück runtersetzen. Immer dieses Anpassen. Schrecklich. So, und den Chat. Chat nehmen wir auch noch ein kleines Stück runter. So. Das sollte doch passen. Ich hoffe, das passt so. Nicht, dass wir dann am Ende hier drüben wieder Sachen haben. Das wäre wieder... Ich meine, das ist doch wirklich mal eine Sache. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Spieleentwickler wissen doch eigentlich inzwischen, dass es Streamer gibt, die Spiele streamen. Warum machen Spieleentwickler keine Spieloverlays, wo man sich gut positionieren kann? Ah, Spitzklicker, schönen guten Morgen. Hui, was sehen da meine mäden Augen? Schönen guten Morgen, ich grüße dich. So, wir bauen erstmal ein Kochfeuer.
hatte ich das denn das letzte Mal hingestellt? Ich glaube, hier. Wie geht es dir, mein Lieber? Basti, du hast die ganze Quatschphase verpasst. Wir sind jetzt gerade ganz frisch ins Spiel reingestartet. Ja, das kenne ich schon. So, da haben wir unsere erste Challenge. Habe ich jetzt schon Beeren, muss ich sammeln. Ah ja. Ich habe das Spiel schon gut gesuchtet. Ja, ich habe auch schon ein bisschen reingespielt, muss ich zugeben. Ich habe es eben den anderen auch schon gesagt. Ich habe es auf der Switch gespielt, ein Stück weit, auf extrem schwer. Habe den ersten Bischof noch besiegt. Aber alles andere ist quasi blind. Also ich kenne noch bei weitem nicht alles aus dem Spiel. Also ich glaube, ich werde noch viel Neues entdecken. Und da freue ich mich drauf. Aber ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich musste es einfach spielen. Ich bin halt, egal wo ich mich hinsetze, ich bin immer irgendwo im Bild. Ich hasse das. Jo, alles prima. Ist denn euer Nachwuchs schon da? Nein. Unser Sohn kommt im Januar. Dauert noch. Aber schön, dass du dich erinnerst. Danke der Nachfrage. So. Milady, ich habe Ihnen ein bisschen Essen gemacht. Genau, so, jetzt errichten wir noch unseren Schrein. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück, kehre mit mehr Münzen zurück, kehre mit einem weiteren Anhänger zurück. Okay. So. Ich bin auch jetzt gespannt, wie sich der Unterschied so aufzeigt von extrem schwer zu schwer. Huch, irgendwie dachte ich, es wäre bei euch schon heiße Phase. Hauptsache alles gut. Nee, alles super. Also bisher alles gut. Meine Freundin ist aktuell im Urlaub. Die ist nach Griechenland geflogen. Und deswegen habe ich quasi gerade sturmfrei und kann mir heute mal den ganzen Tag Zeit nehmen für euch. Also wie gesagt, Düsterholz habe ich schon einmal durchgespielt. Kenne ich quasi schon inhaltlich weitestgehend. Freiherzen hat man in Schwärmen. Okay, das sollte aber gehen. Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt hier auf dem Rechner spielt mit dem Dolch. Weil ich muss sagen, ich finde den Dolch richtig kacke. Also gerade jetzt auf extrem schwer fand ich den Dolch richtig schlecht, weil man halt immer wieder das Delay von der Switch hatte. Aber ich muss sagen, hier wirkt es jetzt eigentlich ganz smooth. Vielleicht könnte ich es sogar auf extrem schwer spielen. Ich meine, wir können es ja später noch ein bisschen höher schrauben. Ich teste jetzt erstmal. Wie gesagt, ich möchte jetzt eigentlich im Stream so eine schöne Balance zwischen anspruchsvoll, aber trotzdem im Spiel gut vorankommen. Oh ja, Dolch ist einfach für die Mülltonne. Ach, ich bin nicht der Einzige. Gut. Aber ich fand den Dolch richtig kacke. Bisher. So, den können wir auch schon. Der kann mir ein Kärtchen geben. Das... 10% Chance auf kritische Treffer. Oder ein Herzchen. Ich denke, ich nehme mal die Crit-Rate, weil ich fühle mich gerade recht konform. Also ich denke, ich werde nicht so viel Schaden nehmen. Die Hitboxen allgemein sind auch nicht so perfekt. Hab Hits kassiert, die definitiv nicht drauf waren und umgekehrt. Ja, die Angriffsreichweite der Waffen ist definitiv höher, als sie dargestellt ist. Das habe ich auch schon festgestellt. Das finde ich aber... Oh, jetzt wollte ich wieder mit der anderen Taste rollen. Ich finde aber, dass das dem Spiel eigentlich sogar gut tut, dass die Hitboxen so frei sind. Weil wenn das Spiel so richtig strenge Hitboxen hätte,
wäre es, glaube ich, wesentlich schlechter zu spielen. Okay, ich muss mich echt erstmal dran gewöhnen. Das war zum Beispiel gerade ein Move, den hätte ich auf der Switch nicht machen können. Weil auf der Switch ist halt immer... Du hast halt immer leichte Lags auf der Switch. Das finde ich so schade. Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deiner Art. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue. Die Krone, seine Macht, könnte es sein? Aber ich bin noch immer stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Was soll er eigentlich darstellen? Die Crit-Geräusche sind so... Aha, okay. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Crit gehabt. Aber was ich zum Beispiel sehr gut finde bei dem Spiel... Ach, das... Okay, ja, das ist ein Crit. Alles klar. Ja, was ich sehr gut finde, ist die Art, wie das Spiel... audiotechnisch dir sagt, zum Beispiel, wenn du getroffen wirst. Weil du hast ja immer einen Audio-Indikator dafür, wenn du getroffen wurdest. Das finde ich richtig, richtig gut. Oh, sehr gut. Schon mal die erste Edelhalskette. Was war das denn nochmal? Okay, gibt es zweimal Stein? Das ist quasi völlig egal. Ich gehe hier rüber. Hier gibt es sogar Gold. Seht ihr, zum Beispiel bei Gold weiß ich noch nicht, wofür es ist. Ach, da fällt mir ein. Ich wollte eigentlich extra... Wollte extra für Cult of the Lamb nochmal einen Text machen. Dass ich bitte nicht gespoilert werden möchte. Das ist ja jetzt gerade jetzt, wo ich so einen Monat später dran bin. Könnt ihr mir vorstellen, dass es hier ganz viele spitzfindige Leute gibt, die sich denken, oh geil, da spielt jemand Cult of the Lamb zum ersten Mal, gehe ich rein, dem erzähle ich erstmal alles. Nein, ich bin ja jemand, ich bin bei Spoilern jetzt nicht ganz so böse. Ich finde das aber nicht ganz so schlimm, aber manchmal ist es ja doch ganz cool, wenn man sich nochmal überraschen lassen kann. Angriffstempo erhöht sich um 1,25 oder ein krankes Herz. Ich glaube, ich nehme mal das kranke Herz. Ich halte dicht. Ja, das hoffe ich doch. Es ist was ganz anderes, das Spiel auf dem PC zu spielen. Ich weiß, ich habe es schon dreimal gesagt, aber es fühlt sich so anders an. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich auf der Switch getroffen wurde. Einfach weil das Spiel nicht gecheckt hat, dass ich rechtzeitig gerollt bin. Das finde ich wirklich schade, weil ich hätte. Das ist ein Spiel, das ist eigentlich prädestiniert, um auf der Switch zu laufen. Die Performance stimmt einfach nicht. Boah, die Kritzer. Okay, die Kritzer-Sounds sind wirklich sexy. Muss ich zugeben. Ich kann aber auch nicht sagen, was die Gebieter darstellen sollen. Ich meine, der Kaufmann da eben. Ist das eine Tanne? Ein Zelt? Stimmt. Ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Tanne, das stimmt schon. Hallo. Erster Boss. Ich opfere mich der Sache, oh mächtiger Anführer. Großen Blut des Großen, zerstöre die rote Krone. Sexy? Amdusias. So, erstmal klarkommen hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bisher, glaube ich, würde ich es sogar extrem schwer spielen können. Weil, wie gesagt, auf der Switch war extrem schwer, wirklich extrem schwer. Aber gerade fühlt es sich so smooth an. Ich werde wahrscheinlich... Oh, das Crit war ja geil. Richtig gut. Vielleicht stellen wir später wirklich noch auf extrem schwer um. Mal schauen. Bitte verschone mich. Bekehre mich zu deinem Kult. Ich werde deinen Leuten...
deinen Lehren treu folgen. Deinen Leuten treu folgen. Huch. Irgendwie bin ich nicht so richtig... Irgendwie ist meine Cam heute nicht so ganz da, wo sie sein soll. Egal. So. Anhängerform wählen, Stein wählen oder Saat wählen. Also ich muss gestehen, ich finde die Anhängerform jetzt schon irgendwie attraktiv. Ich glaube jetzt am Anfang... Ne, komm, ich nehme mal die Steine. Wir sind vernünftig, ich nehme mal die Steine. Anhängerform können wir uns später immer noch holen. Besiegt. Hm. 7 Minuten haben wir dafür gebraucht. Ja, oh, das ist ja okay. Ich müsste nachher eigentlich wirklich mal die Switch rausholen und euch mal die Performance auf der Switch zeigen, falls ihr selber nicht auf der Switch gespielt habt. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Bitte verschone mich. So, wie funktioniert das jetzt, wenn ich Anhängerziehung wähle? Starte eine Ziehung für dein Twitch-Chat. Ziehung starten. Wie funktioniert das jetzt? Macht ihr das über diese Companion-App? Wahrscheinlich, hä? Einer ist drinne, dann darfst du das mal machen. Ich vermute mal, es ist Kligger. Ja, es ist Kligger. Okay, finde ich interessant. Das ist schon geil gemacht. Also, wisst ihr, das ist wieder... Ich habe mich gerade noch darüber beschwert, dass die eigentlich mal... Die Spieleentwickler wissen ja, dass sie oft von Streamern gespielt werden. Das ist ja heutzutage gang und gäbe. Und dann entwickeln sie sowas hier, was ja offensichtlich für Streamer gedacht ist, für mehr Integration. Aber, so, Spitzklicker ist jetzt ein Fuchs. Was hat er denn Schönes? Danke übrigens. Und, aber sie sorgen nicht dafür, dass man irgendwo einen Spot hat, wo man seine Cam hinsetzen kann. Könnte ich jetzt den ändern? Nee, ich kann den auch nicht ändern. Ah, okay. Also der ist jetzt so. Starke Verfassung. Mhm. Materialist, halte Glauben beim Bau besserer Unterkünfte und Keimphobiker. Okay. Ja, dann willkommen in meinem Kult. Das trifft auf mich zu. So, du darfst Stein abbauen. Anhänger werden entweder arbeiten oder dich anbeten. Genau. Aber jetzt muss ich erstmal einen Schrein bauen. Okay. Ah, ich bin auch wieder da genau drüber. Ich muss... Praise the Cult. Ich muss wirklich mal gucken, wo ich die Webcam hinsetze. Auf lange Sicht. Ich denke mal, im Laufe des Tages heute wird sich da schon eine gute Position rausfiltern. Gepriesen seist du. Deine Anhänger können dich jetzt anbeten. Betet für mich. Wer bist du denn? So. Hinotre. Wie nennen wir dich denn? Wer bist du? Wen könnten wir nehmen? Ich weiß. Wobei. Die einen glauben daran, die anderen werden daran glauben. Kicker, du kannst mir bestimmt helfen. Weil Sanoi zum Beispiel vorhin meinte, man kann nur Anhänger designen, wenn man das Spiel selber besitzt.
Ist das so? Oder kann man Anhänger generell designen, wenn man hier in diese Auswahlziehung geht? Weil ich habe ja diese Companion-App laufen. Okay, die Musik. Die Musik geht auf jeden Fall voll ab. Das war eine Vermutung. Ja, deswegen frage ich ja. Also ich hätte ja vielleicht, also bei Klicker kann ich ja nachfragen. Der hat wahrscheinlich Ahnung, der hat es ja schon gespielt. Nein, man kann nur Anhänger designen mit den Skins, die du freigeschaltet hast. Nee, das meine ich nicht. Es ging darum, also jeder, der hier Follower ist, kann die mit designen. Oder wie? Also man braucht nicht das Hauptspiel. Man braucht nur, man muss hier nur Follower sein, um in diese, in diese Ziehung mit rein zu können. Verstehe ich das richtig? Wenn du den Fuchs nicht hättest, dann hättest du ihn auch nicht auswählen können. Achso, okay. Man braucht nur einen PC, der die Twitch-Expansion versteht. Okay, gut, alles klar. Jo, gut. So. Dann, was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott, ihr habt das nicht gesehen, zum Glück. Ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt rübergehe und versuche, den Switch-Controller am PC zum Laufen zu kriegen. Hatte den Fall, dass es bestimmte Viewer auf Twitch Mobile gab oder auch am PC mit Firefox, die das dann nicht angezeigt haben. Okay. Also ich zum Beispiel benutze auch Firefox und ich sehe die Expansion-App. Also bei mir funktioniert das. Wahrscheinlich wirklich so ein bisschen eine Frage dessen, auf was für einem Stand im Moment das Spiel ist, beziehungsweise die App ist und der Browser, auf dem es läuft. Browser. Wir gehen aber zum Klassiker über. Wir machen erstmal Maddie. Die gute Maddie. Beanie, wenn sie wieder da ist, kann sich ja dann quasi selber designen, außer sie ist am Handy. Dann design ich Beanie selber. So. Ich überlege gerade, was könnten wir mit Maddie machen? Oh, was ist denn hier? Es gibt eine Krabbe. Wie süß. Okay, cool. Oh. Es gibt Krokodile. Wie cool. Und Elefanten. Jetzt habe ich kurz überlegt, ob es vielleicht ein Hai gibt. Dann hätte man Maddie ja zum Hai machen können. Oh, es gibt tatsächlich einen Fisch. Kann man die Charaktere nochmal umdesignen später? Und alle sind cute over 9000. Ja, das habe ich schon festgestellt. Der Style ist aber allgemein ziemlich gut. Ich glaube, ich mache Maddie jetzt zu einem Schweinchen. ein blaues Schweinchen. Oh, das ist gut. Das ist geil. Das finde ich gut. Umdesignen kann man leider nicht. Ah, schade. Nee, gut. Aber ist ja nicht so wild. Ja. Geborene Skeptiker. Verliere mit Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Na toll. Danke, Maddie. Du darfst mich anbieten. So, sehr schön. Vielleicht gehe ich einfach nach unten. Ich bin erstmal raus, frühstücken. Alles klar, Tobi. Dass der Tobi kann man als nächstes auch reinnehmen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag bei deinem Cousin. Und bei deinem Cousin. Und vielleicht sehen wir uns später nochmal. Danke, dass du reingeschaut hast. Hat mich sehr gefreut. Ähm
Ich richte die Companion Grip gerade ein. Ah, cool. Siehst du? Oh, und Beanie ist wieder da. WB. Liegender Wechsel hier. Tobi geht, Beanie kommt. Ach, immer dieser Streit um die Position der Cam, ey. Das nervt mich. Kann ich mich hier drüber setzen? So. Und wo setze ich euch hin? Aber wenn ich jetzt euch... Das Problem ist halt, auf der linken Seite habe ich ganz oft diese Einstellungsmenüs, aber auf der rechten Seite, oben jetzt über mir quasi, kommen dann die ganzen Questanzeigen. Das heißt, ich weiß gerade nicht so richtig, wohin mit dem Chat. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach so. Ich setze euch hier quasi einfach neben mich. Das war ein bisschen ungewöhnlich. Aber ich glaube, das ist noch das Beste, was wir machen können. Und ich setze mich hier unten in die Ecke. Aber nicht ganz so reingeglitscht. Das mag ich immer nicht. Ich finde es immer ganz schrecklich, wenn man als Streamer so in der Ecke reingedrückt ist einfach. Deswegen habe ich unten mal so ein bisschen Rand. So. Ich hoffe, dass das hier jetzt eine funktionale Position ist. Sonst, guck mal da, ein Herz. Ich habe mich in das rechte Drittel gesetzt und rechts davon noch ein bisschen Platz gelassen. Da bin ich meistens sicher. Ja, ich glaube, so ist nicht schlecht, so wie ich es jetzt gemacht habe. Ich glaube, das könnte passen. So. Aha, okay. Totembeiträge, das sind quasi diese gefeaturten Sachen, die ihr über Kanalpunkte machen könnt. Okay. Gut, 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 gut. Ja, dann können wir ja eigentlich direkt weitermachen. Spitzkrieger hat zu dem Totem beigetragen. Aha. 500 kostet das. Ei. Das ist ganz schön viel, oder? Kann ich das anpassen? 500? Das heißt, das kann man ja nur einmal pro Stunde machen oder so. Ich mache hier mal ein bisschen Ordnung gerade. So. Wollte ich jetzt noch irgendwas machen? Sammel beim Schrein. Ach ja, genau. Sammel erstmal ein bisschen Sachen ein. Göttliche Inspiration freigeschalten. Und dann bauen wir mal unseren Tempel. Ich liebe den Look. Der Look ist einfach on point. Warum schmeißen die das einfach auf den Boden? Ich kann den auch drehen. Ne, irgendwie nicht. Da steht drehen, aber ich kann nicht drehen. Hä? Ich hätte den gerne hier hin. Warte mal. Ich mache mal den Stein hier weg. Ich finde es aber cool, dass die Devs die Möglichkeit der Expansion hier voll ausnutzen. Definitiv. Das ist schon eine starke Sache. Ich finde die Interaktion mit dem Chat sowieso immer... Also es gibt ja schon ein paar mehr Spiele, die sowas haben. Aber meistens ist das ja doch recht beschränkt, limitiert. Es ist halt nicht so ausgereift. Und hier habe ich schon den Eindruck, dass es sehr umfangreich ist. Das ist schon eine coole Sache. Und ich meine, man baut natürlich dadurch auch eine ganz andere Zuschauerbindung auf. Was ja auch wieder interessant ist, weil die Leute, wenn sie Teil von so einem Kult werden, natürlich auch viel mehr involviert sind.
Und dann gegebenenfalls auch zum Beispiel mehr chatten oder so. Also das ist schon gut gemacht. Kommst nicht aktiviert. Du musst die Twitch-Expansion nur aktivieren. Mehr kannst du auch gar nicht machen. Die Verbindung erfolgt dann über einen Button in-game. Genau, die App ist, glaube ich, auch nur dann aktiv, wenn ich hier immer eine Verlosung starte. So ungefähr funktioniert das, glaube ich. So, dann halten wir mal unsere erste Predigt. Ein Anhänger haben wir schon. Geil. Kraft der Herde. Neue Fähigkeiten, Waffen und Flüche freizuschalten. Genau. Herz des Gläubigen. Holen wir uns erstmal ein weiteres Herz. Bekommen die ganze Zeit nebenbei Achievements. Finde ich irgendwie witzig. Du warst eine unglaubliche Offenbarung. Ein geborener Anführer. Verstehe jetzt, warum du auserwählt wurdest. Wenn du deinen Kult anführen willst, musst du Doktrinen verkünden, damit er dir gehorcht. Kehre in die Länder des alten Glaubens zurück und suche nach Gebotssteinfragmenten. Mit diesen kannst du neue Doktrinen verkünden. Geil. Na, es gibt auch passive Raffles, wo wir deinen Kult wählen dürfen, ob wir dir helfen oder nicht. Glücksfragmente, ja quasi Glücksfragmente. Okay, na, bin ich mal gespannt, was da noch so... Ich meine, ist natürlich im Moment mit nur so ein paar Leuten, ist es natürlich schwierig. Aber wenn man dann tatsächlich... Also ich kann mir vorstellen, dass bei größeren Streamern, wenn dann so richtig viele Leute im Chat sind, dass da ordentlich was los ist. So... Klicker hat wieder reingespendet. Geil. Axt. Axt ist die beste Waffe im Spiel. Muss ich gestehen. Ich finde die so gut. Wobei ich muss aber auch sagen, ich kenne bisher noch nicht alle Waffen. Also zumindest bisher muss ich sagen, finde ich die Axt sehr, sehr gut. Mir euer Bestes, euren Eifer. Die Axt ist der Sweet Spot. Wo kann man spenden? Sanoi, unten über meine Glücksfragmente, also über meine Kanalpunkte, gibt es ein neues Ding, das wurde jetzt vom Spiel implementiert und da kannst du für 500 Kanalpunkte im Spiel etwas beitragen. Wobei ich finde, 500 Kanalpunkte ist echt viel. Muss ich wirklich sagen. Ich frag mich, ob ich das ändern kann. Wartet mal. Ich schau mal ganz kurz, ob ich das anpassen kann. Hat einen Timer. Okay. Kanalpunkte. Ah ja, okay. Hier ist es. Und ich kann das bearbeiten. Ja, nice. Dann machen wir nämlich nicht 500. Ich finde 500 nämlich ganz schön krass. Wir machen mal. Ach, hier steht sogar. Zuschauer verdienen durchschnittlich 220 Punkte in der Stunde. Abonnenten das Doppelte. Okay, also machen wir 200. 200 finde ich fair. Oder 1,2-fach. Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Ist ja auch egal. Aber 500 Kanalpunkte sind einfach extrem viele. Und deswegen denke ich, dass es so cooler ist. Aber es ist auch gut, dass man das ändern kann. Ich finde es nur schade, dass sie kein Bildchen noch implementiert haben über die App. Sind doch nur Kanalpunkte. Ja, ich meine nur, es ist halt viel in dem Sinne, dass man erstmal 500 Kanalpunkte zusammenbekommen muss. Das meine ich. Also ich weiß auch von vielen Leuten, dass die bei mir schon über 30.000 Punkte oder so haben. Aber
Gerade wenn jetzt irgendwie neue Leute reinkommen, weil sie das Spiel mögen und Bock haben, sich zu beteiligen, ist das für die Leute halt doof. So, ich weiß, man kriegt zwar für den ersten Follow, kriegt man ja irgendwie auch 200 Punkte oder so oder 300. Aber dadurch, dass man das ja auch nicht so oft machen kann, finde ich dann 500 doch schon sehr viel. Aber das kann ja auch jeder machen, wie er will. Also es ist ja... Ich glaube, dass es zum Beispiel bei größeren Streamern, die jetzt wirklich viele Zuschauerzahlen haben, kann ich mir auch vorstellen, dass die das extra teurer gemacht haben. Ach, guck mal, ist er neu. Hat doch geklappt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Ja, danke, ist er neu. So. Oh nein, nicht die Flugviecher. Die Axt hat auch so eine geile Range, muss ich sagen. So, wenn ich eins durchs extrem schwer kämpfen gelernt, durchs extrem schwer spielen gelernt habe, dass man eigentlich nach jedem Angriff einmal. Aua! Ich hasse die Flugviecher. Dass man nach jedem Angriff eigentlich einmal dodgen sollte. Was war das denn jetzt? Okay, ich muss mich kurz konzentrieren hier. Irgendwie bin ich gerade. Quatschen und spielen ist manchmal gar nicht so einfach. Genau. Und dann kommt noch das Problem dazu, dass ich die ganze Zeit die Steuerung der Switch im Kopf habe. Angriffstempo erhöht. Oh, das ist nice. So, hier ist ein... So. Tja, was ist das? Das ist eine gute Frage. Das sieht schon aus wie... Nee, das ist ein Vogel. Das ist ein Vogel, würde ich sagen. Er hat so einen langen Schnabel. Die Spitze oben, die aussieht wie ein Zelt, ist einfach nur so ein Kultistenhut. Und das, was er hier so... Könnte Laub sein oder Federn. Also ich hätte gesagt, das ist ein Vogel. Er macht ja auch so Gurr-Geräusche. Gegner hinterlassen zweimal mehr Eifer. Wir haben noch nicht so coole... Wobei, doch, wir nehmen das mal. Weil der Feuerball ist eigentlich sogar ganz cool, weil der Gegner stunt. Muss nur ein bisschen vorsichtig sein jetzt, weil ich schon so viel Leben verloren habe gerade. Oh. Okay, das Zielen ist... das ging auf der Switch irgendwie einfacher. Das ist ja super empfindlich. Herzchen. Okay. Hier gibt es bestimmt eine Karte. Das ist ein Laden und hier gibt es einen Anhänger. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal auf Anhänger am Anfang. Der Wurm, er ist hungrig, er frisst. Er ernährt sich von unserem Fleisch. Aber das ist der Preis der Sicherheit. Dafür geben wir ihm gerne alles, was wir haben. Ach, das ist ein Wurm. Leschi ist ein Wurm. Ja, das ergibt sogar Sinn. Ah. Ist auch witzig, dass die Kultisten sich manchmal einfach in den Büschen verstecken. Movement is key, Freunde. So, Anhänger wartet auf Indoktrination. Ja, hier sind nur Kampfräume. Ich hoffe, dass das später mehr wird, also dass diese Abschnitte größer werden. Huch, wer bist du denn? Wir gucken mal. Der hat auch so ein Design. Ne? Er hat auch diesen schwarzen Schnabel, er hat dieses Fell, sag ich schon, dieses Federmuster. Sully, hey, schönen guten Morgen. Es ist safe ein Vogel, der Kartenmann, der Klauneck. So, das sind die Indoktrinationstafeln, Gebotssteinfragmente. Der
Gebotsstein. Du hast genug Fragmente gefunden, um einen Gebotsstein zusammenzusetzen. Gebotssteine werden verwendet, um neue Doktrinen zu verkünden, die dein Kult befolgen muss. Auch interessant. Habe ich ja schon kennengelernt, wie gesagt, so ein bisschen. Verwende den Altar deines Tempels, um eine neue Doktrin zu verkünden, sobald du einen neuen Gebotsstein zusammengesetzt hast. Ich frage mich halt, was das Spiel, wie groß der Wiederspielwert ist bei dem Game. Oua. Ich drücke immer die falsche Taste, weil ich es gewohnt bin, von der Switch mit der anderen Taste zu rollen. Vielleicht muss ich mal in die Tastenbelegung gucken, ob ich das ein bisschen ändern kann. Boah, ich hasse die Fliegeviecher. Yeah, aufgewerteter Feuerball. Nice. Wiederverwerten. Ich guck mal ganz kurz in die Steuerung. Wir sind ja eh gerade noch so ein bisschen am Tunen, damit wir nachher noch so ein bisschen weiter reinsuchten können. So, Layout A. Layout B. Bewegen damit. Dialog mit A. Angriff mit X. Das hatten wir ja gerade schon. Ausweichrolle mit A. Sehr gut. Interagieren mit X. Na toll. Sully, danke für deinen Follow. Der kam jetzt irgendwie gar nicht durch. Habt ihr den Alert gesehen für den Follow? Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Wo ist mein Follow überhaupt? Ach, da oben. Okay. Strange. Hm. Okay. Wir probieren das mal hier mit, glaube ich. Vielleicht komme ich damit ein bisschen besser zurecht. Ja, weil so ist es nämlich genauso belegt wie bei mir auf der Switch-Steuerung. Das ist schon mal gut. Ah, hier ist der Kartenladen. Es stand da. Ich habe auch nichts gehört, aber ich war auch gerade in AFK. Es kann auch sein, dass das Spiel den Alert-Sound ein bisschen übertönt hat, weil meine Alerts sind ja eher dezent. Doch, Klaunik ist safe ein Vogel. Huch, ich hab's wieder. Zusätzliches Herz oder krankes Herz. Och. Oh, wir nehmen einfach ein krankes Herz. Ohne Witz, ich glaube, ich stelle gleich auf extrem schwer um. Ich finde es gerade echt zu einfach. Papsio hat was zum Totem beigetragen. Hey, danke. Da sind sie wieder, die Lurker. Ach ja, jetzt muss ich ja hier alles mit X aufheben. Das finde ich nicht so geil. Ich wünschte wirklich, ich könnte meine Tastenbelegung selber machen. Das stört mich ganz oft bei solchen Spielen. So, Freunde. Es ist Bosszeit. Geil. Jetzt ist Aufsammeln und Schlagen auf derselben Taste. Okay. Na ja, gut. Wir finden uns da schon rein. Aber wichtig ist, dass ich jetzt meine Ausweichrolle da habe, wo ich sie auch auf der Switch habe. Da komme ich wesentlich besser zurecht. Ja, ist er wieder. So, was gibt's hier? Tür des Todes. Reduziert sich die Lebensenergie auf ein halbes Herz, wird allen Gegnern 2 Schaden zugefügt. Oha. Das ist nicht schlecht. Aber das werden wir, glaube ich, nicht erreichen. Von daher nehme ich lieber das. Ich meine, guck mal, wie viel Leben wir jetzt haben. Da kann ich auch echt auf extrem schwer spielen. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob extrem schwer nicht auch so ein bisschen die Bedürfnisse meiner Anhänger erschwert. Von daher hebe ich mir das vielleicht einfach für den zweiten Stream nachher auf.
dass wir dann mal auf extrem schwer gucken. Und ich probiere mich jetzt erstmal so ein bisschen an den Beschweren. Nee, ich bleib bei der Axt. Find die Axt besser. Weg mit dir. Ein blaues Herz. Walefahr. Boah. Der war frech. Bisschen Bullet Hell mäßig, aber das finde ich cool. Ah! Wie war das gerade mit. Ach, ist viel zu einfach. Ich muss immer warten. Ich bin gerade zu ungeduldig. Als ich auf der Switch in extrem schwer gespielt habe, habe ich viel geduldiger gespielt. Uiuiuiui, okay. Wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, chill mal. Ah, oh, ich habe daneben gehauen. Hey, hey. Nice, okay. Hallöchen. Wir konvertieren. Auf allen Vieren. So, was nehmen wir denn mit? Beerensamen brauche ich, glaube ich, nicht. Holz oder Stein? Ich glaube, ich nehme Holz mit. Ich glaube, Holz werden wir relativ viel brauchen. Nice. Hey, Sally, danke für deinen Beitrag zum Totem. Ah, seht ihr? Und das ist das, was ich meine. Sully ist jetzt erst da. Und er hätte sonst 500 von diesen Punkten beitragen müssen. Oder sie. Und jetzt sind es halt nur 200. Ich finde das, 200 finde ich angemessen. So. Sie? Ah, sie, okay. Sehr gut, mein Gefäß. Wie es scheint, habe ich gut daran getan, dich vor dem Tod zu bewahren. Ich werde jeden einzelnen deiner Schritte beobachten. Enttäusche mich nicht. So, da sind wir wieder. Hallöchen. Oh, das sieht gut aus. 5 Totembeiträge haben wir schon. Was nehmen wir denn? Auf jeden Fall Schlafplätze. Die sind sehr, sehr wichtig. Und hier wurde auch schon wieder fleißig Glauben gesammelt. Das finde ich sehr gut. Dann gehen wir doch direkt als nächstes noch für die Ackerparzelle. Da kann man gleich erstmal eine ordentliche Bausession machen. So, was? Maddie und Ria streiten sich. Oder auch nicht. Okay. Ja, genau. Erstmal die neuen Leute reinholen. So, meine Lieben. Dann... Wir probieren das jetzt nochmal mit der Anhängerumfrage. Mit der Ziehung. Und dann kann nämlich Sanoi auch mal testen, ob das bei ihm funktioniert. Das gibt mir die Zeit, kurz meine Hände auszuruhen. Ah. Wenn Sanoi da ist, wohl bemerkt. Weil jetzt wäre ja das... Ne? 2 Teilnehmer, es könnte sein.
Du hast teilgenommen. Okay, nice. Gut, dann probieren wir das jetzt einfach mal. Aber dann scheint es ja zu funktionieren bei dir. Ist doch super. Nice. So, Sally hat gewonnen. Tja, dann muss Hanoi den nächsten benennen. Wir haben halt noch nicht so viele Anhänger freigeschalten. Ah. So, das macht es natürlich wiederum extrem wichtig. Sally hat sich für den Boss-Skin entschieden, okay. Das macht es natürlich extrem wichtig, in den Runs die Kultisten freizuschalten, die Kultisten-Designs, weil das natürlich dann wieder cooler ist für die Leute, wenn sie mehr auswählen können. Ich verstehe. Danke, Sally, für deinen Char, für deinen Beitrag. Natürlicher Gehorsam. Erhalte bei der Rekrutierung dieses Anhängers sofort 10 Glauben. Ja, nice. Trägheit. Das Tempo von Arbeit und Hingabeerzeugung wird um 10% reduziert. Sally. Warum bist du so faul? Hä? Aber gläubig. Was? 10% weniger Hingabe, aber 15% schnellere Hingabe. Okay. Ja gut. So, was macht denn Sally? Sally kann ein bisschen Stein sammeln gehen. So. Für den Kult indoktrinieren. So. Plus minus null. Naja, 5. Immerhin 5%. So, dann können wir jetzt einmal. Wir gehen nochmal in die Anhängerziehung rein und dann geben wir nämlich Sanoi noch die Gelegenheit.